Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nochmals ein herzliches Willkommen hier in der schönen Atlantic Lounge der MSA Tania. Leider schon zum Abschiedscocktail Ihrer Auszeit hier an Bord in Westeuropa. Und bevor wir die Reise noch einmal kurz im Detail Revue passieren lassen, möchte ich zunächst das Mikrofon übergeben an den Hausherrn. Und vielleicht begrüße ich noch einmal mit einem herzlichen Applaus Ihren charmanten und gut aussehenden Kapitän Sergej Viktorowitsch Kalaschnikow. Abschiedscocktail, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass es Ihnen an Bord der Arctania gefallen hat und dass Sie viele neue Eindrücke sammeln konnten. Ich bedanke mich im Namen der gesamten Besatzung, dass Sie auf dieser Reise unsere Gäste waren. Eine schöne Reise, tolle Häfen, wunderbares Wetter und eine ganz besondere Kreuzfahrt durch Amsterdam. Aber nun heißt es Abschied nehmen, denn wenn Sie nicht nach Hause fahren, können Sie ja nicht wieder zurückkommen. Und das wäre doch schade. Und jetzt übergebe ich das Wort an unseren freundlichen und netten Kreuzfahrtdirektor Klaus Gruschka. Vielleicht lassen wir die Reise noch einmal kurz Revue passieren. Sie erinnern sich, vor einer knappen Woche verließen wir Bremerhaven. Es wurde schon etwas windiger, schon an der Kolumbuskaie, der erste Regenschauer ging nieder. Und am ersten Abend warten wir dann auch gleich Windstärke 8 in Böen bei 9 in der Deutschen Bucht. Der Helikopter musste kommen, um den Lotsen abzuholen. Aber in der Laufe der Nacht wurde es besser und besser. Sie haben Seestärke 6, ja fast 7 erlebt. Was Sie dann zu Hause daraus machen, ist Ihre Geschichte. Wir werden alles unterstützen und auch bestätigen. Das Wetter wurde besser und besser und der erste Seetag war gleich ein sehr schöner, warmer Tag. Es war nun nicht tropisch warm, aber wir kamen dann nach Torquay, unserem ersten Ziel auf dieser Reise, zur britischen Riviera gelegen. Agatha Christie hat viele Jahre dort verbracht und ich denke auch, dass gerade dieser spätsommerliche Tag in England bei ungewöhnlichen Witterungsverhältnissen Ihnen lange in Erinnerung bleibt, dieses kleine, hübsche Städtchen Torquay. Viele von Ihnen waren auf den Ausflügen unterwegs oder sind auch zu Fuß unterwegs gewesen. Wir fuhren von Torquay zurück auf das europäische Festland, unser nächstes Ziel in Frankreich, Le Havre. Viele von Ihnen sind in die Stadt der Liebe nach Paris gefahren und auch hier war Petrus gut zu uns. Sehr schönes Wetter, hohe Temperaturen für diese Jahreszeit, sehr ungewöhnlich. Wir fuhren wieder zurück auf die Insel, kamen nach Dover und auch hier war es wirklich sehr schön, was das Wetter angeht. Viele von Ihnen waren in London oder in Canterbury, haben das Dover Castle besucht, haben Spaziergänge dort unternommen. Und dann fuhren wir wieder zurück auf das europäische Festland. Eine Premiere stand auf dem Programm gestern, Wisslingen auf der Westerschelde gelegen, die Niederlande unser erstes Ziel dort. Ein kleines, beschauliches Städtchen. Viele von Ihnen haben die Ausflugsmöglichkeiten auch nach Brügge genutzt oder auch privat an Land gewesen. Und auch dieses herzliche Willkommen dort, wie wir dort begrüßt worden sind. Denn wir waren eines der größten Schiffe, was dort jemals festgemacht hat. Und werden sicherlich auch in Zukunft mal wieder nach Vlissingen zurückkehren. Heute dann noch ein kurzer Stopp in Amsterdam, die Stadt der Tulpen. Ein schöner Nachmittag auf See. Das Wetter war auch heute wieder gut zu uns allen. Und morgen werden wir dann, wie ich unseren Kapitän kenne, wieder pünktlich an der Kolumbuskaie in Bremerhaven festmachen. Wenn Sie schon mal auf einem Phönixschiff waren, dann wissen Sie, was jetzt kommt. Ich habe mir mal ein paar Zahlen geben lassen, denn es ist doch ganz interessant, was so ein Schiff in einer knappen Woche mit 1036 Personen, Passagiere, so verbraucht. Sie müssen das jetzt nicht mitschreiben oder auswendig lernen oder mitfilmen. Sie bekommen diese Zahlen auch mit dem morgigen Tagesprogramm noch, was die Verbrauchszahlen angeht. Das soll auch eine reine Information sein, kein Vorwurf, verstehen Sie das bitte nicht falsch. Insgesamt wurden auf dieser Reise 1,5 Tonnen Kartoffeln verzehrt, 1,85 Tonnen Fisch, dazu kommen nochmal 4,2 Tonnen Fleisch, 850 Liter Eiscreme, auch hier fand es den ein oder anderen Abnehmer, 3500 Gläschen Sekt. Eine sehr beeindruckende Zahl, finde ich, unsere Legebatterie hat ganze Arbeit geleistet. 12.600 Eier wurden verarbeitet zum Backen und zum Kochen. Unsere Bäckerei, die morgens um 13:30 ihre Arbeit aufnimmt, hat auch ganze Arbeit geleistet. Insgesamt wurden 30.000 Brötchen angefertigt und auch nochmal 7.000 Liter Bier wurden verzehrt. 1,6 Tonnen Melonen, also sehr interessante Zahlen.
Auch der Tischwein fand den ein oder anderen Abnehmer. 3200 Liter wurden verzehrt vom roten und weißen Wein mittags und abends. Und noch eine nautische kulinarische Information. Sie werden sich sagen, was erzählt der Mann? Was hat die Nautik mit kulinarischen Spezialitäten zu tun? Aber eine interessante Zahl. 3 Seemeilen Spaghetti wurden verzehrt. Ich weiß nicht, wer das nachgemessen hat. Aber vielleicht ein herzliches Dankeschön für die kulinarischen Highlights in der letzten Woche an unseren Chefkoch und sein gesamtes Team. Vorbereitung dafür zu treffen. Viel Vergnügen mit der Bank Alaska, Herr Kapellmeister. Mich bedanken bei einer Gruppe von jungen Menschen, die auf dieser Reise an Bord waren, die mit dazu beigetragen haben, dass das Unterhaltungsprogramm sehr abwechslungsreich und qualitativ hochwertig war. Ein herzliches Dankeschön den Mitgliedern des Orchesters des Märkischen Gymnasiums in Schwelm. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr seid immer herzlich willkommen. Ich denke, dass ich auch in Ihrem Namen spreche, aber auch der Rest des Künstlerteams hat ganze Arbeit geleistet. Ich hoffe, dass Sie sich wohlgefühlt haben an Bord der MS Atane in der letzten Woche, dass Sie das Schiff ein wenig kennen und auch schätzen gelernt haben, dass Sie interessante Landgänge erlebt haben. Vielleicht sind auch Freundschaften entstanden in den letzten Tagen, die auch über die Reise hinaus Bestand haben werden. Ich möchte mit Ihnen auf die Gesundheit trinken. Das ist das Allerwichtigste im Leben eines Menschen. Und das wäre die Grundlage dafür, dass wir Sie wieder einmal an Bord der MS Atane oder auf einem der anderen beiden schönen Phönixschiffe begrüßen dürfen. Ich sage sehr zum Wohl. Kommen Sie gut nach Hause und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Und das letzte Wort hat natürlich unser Kapitän. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend an Bord und eine gute und sichere Heimreise. Auf Ihr Wohl und на здоровье.